Willkommen zu einem neuen Video von mir, mit dabei ist der Steady, hallo! Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich ein sehr schönes Plugin im vorletzten Stream programmiert habe. Lieber Steady, und zwar kann ich dir mal eine Kurzbeschreibung vom Plugin geben. Ja, okay. Es ist ein Plugin, aus dem Boden wachsen Würmer raus, dann fliegen von oben Spongebob runter und da passieren so Dinge, die du in Minecraft noch nie gesehen hast. Deswegen habe ich dich drum gebeten, okay, mal deine Facecam anzumachen, ne? Ja. Ist es denn auch in Ordnung für dich, wenn ich das hochlade? Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Okay. Ja, ich werde dann dir das Plugin dann gleich geben und du installierst dir das und dann kannst du es dann später bewerten, okay? Ja, machen wir das mal. Ist in Ordnung für dich? Du, ich mache jetzt an der Stelle einen Cut. Ich gehe gleich einen Kaffee trinken und dann komme ich wieder, okay? Dann schicke ich dir auch das Plugin. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, du. Okay, Leute, und zwar wissen ja einige von euch, dass ich ein Virus-Plugin installiere. Und zwar, Leute, bin ich jetzt hier in meiner IDE und ja, viele von euch, die meine Streams verfolgen, wissen, dass ich ab und zu mal solche Grief-Plugins mache, unter anderem Viren-Plugins. Das ist das Plugin, was aus euren Funktionen besteht. Ich werde euch jetzt erstmal die ganzen Sachen hier erklären. Das ist hier die Klasse, wo die ganzen Events gestartet werden. Da gibt es einmal den NPC-Griefer. Dieser, wird bei jedem neu gejointen Spieler erstellt und ist halt unsterbbar und, ja, fliegt dann dumm herum, macht alles aus TNT und so weiter, platziert Lava und da geht wirklich die ganze Welt kaputt. Dann gibt es hier noch den Konsolen-Hack. Da wird einmal die Konsole blockiert, also Z-Griefer wird nicht in der Lage sein, den Server zu stoppen. Dann gibt es hier noch eine Klasse, die die ganze Zeit. Dann gibt es hier noch eine Methode, die wird die ganze Zeit ausgeführt. Und da werden alle Spieler geoppt, da werden Spieler auch geunbannt. Hier habe ich noch einen Unbann-Befehl eingefügt. Falls Essentials installiert ist. Dann gibt es hier noch den, den NPC-Griefer habe ich schon gezeigt. Dann gibt es hier den Player-Spammer. Da sieht das dann so aus, als ob ganz viele Spieler den Server betreten. Und ja, das sieht mega realistisch aus, meiner Meinung nach. Es sei denn, man guckt in die Publiste, da sieht man gar nichts mehr. Ja, dann gibt es hier noch den Grief. So, zu guter Letzt gibt es hier noch den Black-Screen. Zu guter Letzt gibt es hier einen Blackscreen. Wird der Bildschirm vom Spieler die ganze Zeit schwarz und wieder hell, schwarz und wieder hell. Und für Leute, die Epilepsie haben, ich würde euch raten, jetzt das Video erstmal abzuschalten. Ja, und der Spieler wird dann hier noch unten hin und her geschleudert mit Z-Velocity. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er gleich reagieren wird. Ich werde das gleich exportieren und ihm das dann gleich auch zuschicken. Ich muss es mal kurz umbenennen. Wie ist das denn jetzt um? Ich nenne das mal SpongeBob. Das kann ja jetzt dauern, Alter. Punkt, tscha. So. Wieso geht er jetzt Kaffee trinken? Warum? Säuft zu viel, der Junge. Hallo? Ja? Was? Bist du jetzt wieder da? Was hab ich gerade gehört? Ja, also ich meine, keine Ahnung, weil du jetzt einen Kaffee trinken warst da. Ach so. Ja, ich habe irgendwas mit Säufen gehört oder so. Nee, also ich meine natürlich Kaffee saufen. Ach, okay, gut. So. Ja, ich habe jetzt das Plugin jetzt exportiert und das schicke ich dir mal gleich. Warte mal. Alles klar. So. Dun. Server. Plugins. Und dann hier SpongeBob.jar. Ja, gut. Jetzt habe ich dir schon verraten, worum es sich handelt. Lass mich raten, nicht um ein SpongeBob-Plugin. So. Fast richtig. Tadeus. Wir müssen dann aber jetzt auch den Server verlassen, ne? Also wenn du jetzt das Plugin gleich drauf lädst, musst du den Server verlassen, dann den Server neu laden und dann gehen wir dann gleichzeitig drauf, okay? Können wir dann mal kurz in den Game-Mode gesetzt werden? Ja, also ich lade das jetzt auf. Moment. Ja, Moment mal, kannst du mich mal kurz oppen? Ja, das mache ich mal. So, ne? Yep. Gib dir mal am besten Game-Mode, weil die Spongebobbe, die können dich sonst töten. Sind die böse? Nee, aber wenn du dich denen annäherst, dann
killen sie dich. Kenne ich gar nicht von SpongeBob. Okay. Ja, du kannst halt in Minecraft, also auf irgendwelchen Servern, irgendwelche Modelle reinladen, also bei Spielern und so weiter. Das ist richtig cool. Alles klar. Hast du es jetzt gemacht? Moment. Pass auf. Ich muss das kurz hochladen, ne? Okay, mach das mal. Dateibrowser. Den Mods-Ordner, ne? Plugins-Ordner. Ach so. Forge. Alles klar. Ja, gut. So, bla. Plugins. Mhm. So. Pack das da mal rein. Genau. Und dann verlass den Server und dann reload, okay? Okay, oh je. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ihr müsst wissen, Leute, ich finde sowas immer richtig gut. So. Okay. Also, jetzt den Server neu laden, ne? Genau. Mhm. Mal neu starten. Geht auch, oder? Nee, lieber neu laden. Reload an. Verlass den Server und mach in der Konsole Reload. Okay. Genau, machen wir mal kurz Reload. Oh Gott, Alter. Sag Bescheid, wenn du Reload gemacht hast. Kommst so. Du mal kurz drauf? Soll ich jetzt drauf? Ja, komm mal drauf. was ist das denn? Garko? Ja, was? Ja, was ist das jetzt? Ja, was ist denn los? Junge. Minecraft-Demo-Modus. Was? Digga. Alter. Wie kann ich mehr raus? Alter, ich höre nichts mehr. Du hörst nichts mehr. Ist es laut? Ist laut. Ich habe meine Sounds abgeschaltet. Du Arsch, Alter. Weiterspielen jetzt kaufen. Keine Ahnung. Irgendein Fehler jetzt? Versuchen wir mal den Server mal mit Stopp zu stoppen. Dann müsste das wieder weg sein. Weißt du, gib mal kurz... Gib mal kurz in der Konsole Stopp ein. Oder wieder Reload. Ja! Ah! Stopp mal den. Es funktioniert nicht! Wie, es funktioniert nicht? Ja, ich drück Spammer mal den Stopp-Befehl ein. Ah! Spam das mal die ganze Zeit rein. Mit ja, Stopp. Es geht nicht! Warum geht das nicht? Was steht denn drauf? Es geht! Du kannst den Server nicht mal stoppen, oder wie? Ich kann nichts mehr machen! Scheiße! Ach komm, jetzt kaufen! Scheiße! Alter! Na, hast du den Server jetzt gestoppt? Ich kann den Server nicht mehr stoppen! Dann reloade mal. Moment! Ah, Hilfe! Nix geht! Nichts? Wie ist das Comment für Stop-Server? Einfach Stop, oder? Ja, einfach nur Stop. Konsole wurde blockiert. Na, no. Ja? Hä? Alter! Marco! Kannst du deinen Server nicht mehr stoppen, oder was? Nein! Mann! Diese Demo dauert 5 Spieltage, sogar 45 Minuten. Mein Server! Ja, da musst du jetzt auf den richtigen Stopp-Knopf von Nitrado drücken, damit das funktioniert. Ah, ist das laut! Hilfe! Moment! Okay, ich muss auf den richtigen Stopp-Knopf. Ja, du musst auf den richtigen Stopp-Knopf drücken, sonst geht dein Server jetzt nicht mehr aus. Ich probiere es gerade. Ah, Mann, ich komm hier. Digga! Ich komm hier nicht mehr raus! Was ist das denn, Alter? Mann! Tolles Plugin! Super! Ja, tut mir leid. Das sind doch keine SpongeBob! Ach komm! Ey, Alter! Ich drück 1000 Mal auf Weiterspielen, aber es spielt nicht weiter! Das Server stoppt nicht, auch wenn ich Server stoppen, es geht nicht! Mann, ich kann nicht mal Escape drücken! Ich muss mal kurz hier meinen Task Manager starten, ey, Moment mal. So, Task Manager starten. Ich drück auf Escape und diese Scheiße stoppt Digga, nicht! Meine CPU ist gerade auf 43% oder so. Moment mal, Minecraft. Reißt hier alles auseinander. Beenden. Ja, dann hauen wir mal das Plugin jetzt mal raus. Lass uns mal gleich die Welt anschauen. Kaku. Ja? Alter, was zum Teufel machst du mit mir? Das tut mir leid, Dude.
Das tut dir gar nicht leid! Ja, ist doch jetzt okay. Oh, da kommt gerade die Minecraft-Musik, ich mag's. So, Steady, wie fandest du das Plugin? 1 ist die beste Note, 6 ist die schlechteste Note. Soll ich ehrlich sein? Sei mal ehrlich, komm. Es hat mich zumindest sehr belustigt. Echt? Ja. Was heißt das? Ist das eine 4? Also, keine Ahnung, es ist was zwischen 1 und 6, ne? Ich weiß es nicht genau. Ach komm, jetzt sei mal ein bisschen präziser. Was willst du dem Plugin geben? So, jetzt für andere Leute. Ja, für mich unter anderem auch. Ich möchte ja wissen, was ich hier für Leistung erbracht habe. Komm. Na komm. Irgendwas mit einer 1. Yo! Es war voll. Es war wirklich geil. Ich habe es zwar überhaupt nicht damit gerechnet, aber es ist cool. Es ist wirklich. Ja, nice. Es ist. Alter, damit kann man Leute so auf den Sack gehen, Alter. Und es ist gerade. Ich war einfach voll schlimm gewesen gerade. Ja. Ne, wie dem auch sei, Leute, ich werde euch jetzt mal einfach mal kurz den Quellcode zeigen. Ah ja, übrigens, ich war nicht Kaffee trinken. Ich war ja die ganze Zeit hier bei Skype. Wie? Hast du mich gehört? Ja, ich habe immer noch aufgenommen. Und du hast irgendein Mist erzählt. Nein! Ich hab den Leuten gezeigt, was ich programmiert habe. Egal, ich mach's einfach mal nochmal für die Leute, die das nachprogrammieren wollen. Weil das Plugin werde ich nicht zum Download stellen, aus bestimmten Gründen. Deswegen zeige ich euch einfach nur den Quellcode. Ihr könnt euch das dann gegenseitig dann einfach zum Download stellen. Ja, das ist hier die Klasse, Leute. Das ist die Hauptklasse. Das ist hier die Grief Villager Klasse. Ich scroll jetzt mal einfach mal kurz runter. Das ist die Black Screen Klasse. Das ist die Konsole-Hack-Klasse, das ist die NPC-Griefer-Klasse, das ist die Player-Spammer-Klasse und das ist die Plugin-YML. Ja, das war's dann auch, ne? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mit solchen Sachen sehen wollt, dann bewertet das Video positiv und es kommt morgen direkt noch ein Video. Das war's, euer Garklem. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Willst du auch was sagen? Tschüss. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ich kann nichts mehr sagen. Ich sag einfach ciao.